Goethe-Zertifikat B1. Prüfung Sprechen. Thema: Extremer Sport. Soll man extremen Sport treiben? Das Thema meiner Präsentation ist extremer Sport. Meine Präsentation besteht aus folgenden Teilen. Zuerst möchte ich Ihnen von meinen persönlichen Erfahrungen erzählen. Danach beschreibe ich die Situation in meinem Heimatland. Dann möchte ich über Vor- und Nachteile sprechen. Zum Schluss sage ich meine Meinung. Jetzt geht es um meine persönlichen Erfahrungen. Heutzutage interessieren sich einige Jugendlichen besonders für Extremsportarten. Ich möchte Extremsport machen, weil ich die Aufregung erleben möchte. Das ist auch die Möglichkeit, um ein interessantes Leben zu erleben. Jetzt würde ich gerne über die Situation in Armenien sprechen. Bei uns Jugendlichen möchten natürlich diese Spiele probieren, weil sie etwas Neues erfahren will, und einige Jugendliche möchten die Extremsportarten probieren, um den anderen zu zeigen, dass sie sehr modern und stylisch sind. Nun erwähne ich einige Vor- und Nachteile. Vorteil: Wenn man Extremsport macht, will man den Alltag vergessen und dann kann man sich gut fühlen und besser arbeiten. Man kann vor Angst sich selbst überwinden und man fühlt sich glücklicher. Nachteil: Extremsportarten sind sehr gefährlich. Man kann sich verletzen und Unfall haben, wenn man Extremsportspielen spielt. Besonders haben einige Leute Herzprobleme. Das kann der Gesundheit schaden. Außerdem muss man viel Geld ausgeben und viel Zeit verbringen, um Extremsportspielen zu spielen. Deshalb hat man keine Zeit, etwas anderes zu machen. Meine Meinung ist, dass die Jugendlichen Extremsport machen sollten, um etwas Neues zu erfahren, und vor dem Spielen muss man sich gut Informationen und Anweisungen lesen und Schutzkleidung tragen. Außerdem soll man Versicherung haben und wenn man Freizeit und gute Gesundheit hat, probieren die Extremsportarten. Das war meine Präsentation. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit.